meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich nach der Wahl zum Ministerpräsidenten, dass wir jetzt den zweiten Schritt gemeinsam gehen. Es gab einen intensiven Weg der Vorbereitung. Die drei Parteien haben einen, wie ich finde, ambitionierten Koalitionsvertrag erarbeitet. Das Besondere daran ist, dass er auf gleicher Augenhöhe erarbeitet worden ist und dass er die Handschrift von allen drei Parteien trägt. Wir werden jetzt die Pflicht haben, diesen Koalitionsvertrag umzusetzen. Und deswegen würde ich jetzt die Ernennungsurkunden überreichen und damit den ersten Schritt zur gemeinsamen Arbeit auf den Weg bringen. Ich darf allen sagen, auf gute Zusammenarbeit. Anschließend werden wir im Parlament auch noch die Vereidigung haben. Und dann werden wir reichlich Gelegenheit haben, in den nächsten 5 Jahren erfolgreich Politik für Thüringen zu gestalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich erlaube mir, die Urkunde zu verlesen. Im Namen des Freistaates Thüringen ernenne ich Frau Heike Taubert gemäß Artikel 70 Absatz 4 der Verfassung des Freistaates Thüringen mit Wirkung vom 5. Dezember 2014 zur Thüringer Finanzministerin. Erfurt, den 5. Dezember, Bodo Ramelow, liebe Heike, auf gute Zusammenarbeit und uns viel Erfolg. Ich habe eine zweite Schreiben, das will ich wenigstens kurz verlesen. Frau Heike Taubert berufe ich als stellvertretende Ministerpräsidentin und damit sind wir der Beginn eines erfolgreichen Teams. Liebe Heike, alles, alles Gute. Danke. Herzlich gern. Bitte nochmal mit. Mit Blumen? Mit bitte Urkunde, gerne. Mit Blumen. Ja. Die möchte das sehr gerne. Können wir die Urkunde bitte aufklappen? Ja. Wunderbar. Danke. Ich übernehme eine tragende Rolle. So, liebe Heike, ich gebe dir deine Urkunde. Nicht, dass sie verloren geht. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verlese die Urkunde. Im Namen des Freistaates Thüringen ernenne ich Frau Anja Sigismund gemäß Artikel 70 Absatz 4 der Verfassung des Freistaates Thüringen mit Wirkung vom 5. Dezember 2014 zur Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz. Erfurt, den 5. Dezember 2014. Ramlo, liebe Anja, alles, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch auf eine gute Zusammenarbeit. Jetzt nehme ich dich auch in Hand. Liebe Anja, es ist viel Rot, ja. Aber mehr Grün. Und damit die Farben der Zusammenarbeit. Ich übernehme wieder eine tragende Rolle. Verraten sei so viel, weil es nicht in der amtlichen Urkunde festgehalten ist. Frau Sigismund wird dann weiterhin in der Geschäftsordnung unserer Landesregierung zur Stellvertreterin, damit Rot-Rot-Grün gemeinsam an der Arbeit in der Staatskanzlei beteiligt wird. Liebe Anja, deine Ernennungsurkunde. Dankeschön. Ah ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verlese eine Urkunde. Im Namen des Freistaates Thüringen ernenne ich Herrn Professor Dr. Benjamin Emanuel Hoff gemäß Artikel 70 Absatz 4 der Verfassung des Freistaates Thüringen mit Wirkung vom 5. Dezember 2014 zum Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten. Lieber Herr Professor Hoff, herzlichen Glückwunsch. Ich verlese noch ein zweites Schreiben. Mit Wirkung vom 5. Dezember 2014 übertrage ich
an Professor Hoff die Aufgaben des Chefs der Staatskanzlei und wünsche ihm viel Erfolg für unsere gemeinsame Arbeit. Auch hier wieder die Farben unserer Kooperation. Ausreichend grün, ein wenig rot und eine tragende Rolle für die Fotos. Ich hätte mir nie träumen lassen, Herrn Professor Hoff mal als Chef der Staatskanzlei in einem gemeinsamen Kabinett zu ernennen. Und ich bin umso fröhlicher, jetzt mit Benny Hoff zusammenarbeiten zu können. Vielen Dank. Danke, Chef. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verlese die Urkunde. Im Namen des Freistaates Thüringen ernenne ich Frau Birgit Keller gemäß Artikel 70 Absatz 4 der Verfassung des Freistaates Thüringen mit Wirkung vom 5. Dezember zur Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft. Ich sage dazu, diese Ernennung ist mir einerseits eine Freude, aber eine erfolgreiche Landrätin, damit aus dem Gebiet Nordhausen in das Kabinett zu holen, ist für Nordhausen gut, aber für die Arbeit im Kabinett umso besser. Trotzdem ist es natürlich auch für Nordhausen und den Landkreis eine wichtige Aufgabe, jetzt eine erfolgreiche Weiterarbeit dazu ermöglichen. Wir wollen unseres tun dazu. Liebe Birgit, herzlichen Glückwunsch. Hier noch bei mir. Alle Hände gleichzeitig, dreimal um die Ecke gucken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verlese die Urkunde zur Ernennung von Frau Dr. Birgit Klaubert. Im Namen des Freistaates Thüringen ernenne ich Frau Dr. Birgit Klaubert gemäß Artikel 70 Absatz 4 der Verfassung des Freistaates Thüringen mit Wirkung vom 5. Dezember 2014 zur Thüringer Ministerin für Bildung, Jugend und Sport. Liebe Birgit, es ist mir eine Freude, dich im Kabinett begrüßen zu können. Auf gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Und nochmal die Übung mit der tragenden Rolle. Eine Urkunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude, heute ein Geburtstagsgeschenk zu überreichen. Ich darf jedenfalls Herrn Lauinger herzlich zu seinem Geburtstag gratulieren. Dankeschön. Ich verlese die Urkunde. Im Namen des Freistaates Thüringen ernenne ich Herrn Dieter Lauinger gemäß Artikel 70 Absatz 4 der Verfassung des Freistaates Thüringen mit Wirkung vom 5. Dezember 2014 zum Thüringer Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Erfurt den 5. Dezember. Lieber Dieter Lauinger, im doppelten Sinne, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass Sie den Markt. Ja, danke schön. Das ist was Besonderes. Ist für den Geburtstag. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wird es schwierig, weil ich nehme wieder die tragende Rolle ein. So, jetzt machen wir ein paar Geburtstagsbildchen. Bei mir bitte. Danke. Gut. Dankeschön. Alles Gute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Holger, ich darf dich nach vorne bitten. So, nachdem wir ja lang genug in der gleichen Straße gewohnt haben, hätten wir uns auch nicht vorstellen können, dass wir mal in einem gemeinsamen Kabinett sind. Ich ernenne im Namen des Freistaates Thüringen Herrn Dr. Holger Poppenheger
gemäß Artikel 70 Absatz 4 der Verfassung des Freistaates Thüringen mit Wirkung vom 5. Dezember 2014 zum Thüringer Minister für Inneres und Kommunales. Erfurt den 5. Dezember 2014. Lieber Holger, alles Gute auf gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Warte, jetzt ein Blumenstrauß. Und ich werde gern für dich die tragende Rolle übernehmen, damit es ordentliche Fotos gibt. Immerhin. Danke. Haben wir jetzt wieder einen Kommunalminister, was dringend notwendig ist. Ja, so ist das. Ja, vielen Dank. So. Herr Tiefensee, eine besondere Überraschung und mir eine besondere Freude. Ich erzähle jetzt nicht, dass ich Sie über Ihren Bruder kennengelernt habe und dass es viele Gespräche über Kirche, Theologie und Religion gab und über Verantwortung der Partei, der ich bei getreten bin. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir in einem Kabinett zusammenarbeiten werden. Im Namen des Freistaates Thüringen ernenne ich Herrn Wolfgang Tiefensee gemäß Artikel 70 Absatz 4 der Verfassung des Freistaates Thüringen mit Wirkung vom 5. Dezember 2014 zum Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft. Erfurt den 5. Dezember 2014. Lieber Wolfgang Tiefensee, auf gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank. So, die ordentliche Urkunde. Gut, dass hier ordentlich eingewiesen wird. Herr Tiefensee, auf gute Zusammenarbeit. Auf gute Zusammenarbeit. Das wird gelingen. Auf dieser Seite. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich ernenne im Namen des Freistaates Thüringen Frau Heike Werner gemäß Artikel 70 Absatz 4 der Verfassung des Freistaates Thüringen mit Wirkung vom 5. Dezember 2014 zur Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Erfurt den 5. Dezember 2014. Liebe Heike, deine Familie wirst du unter einen Hut bringen müssen, aber für die Thüringer Familien wirst du viel tun müssen. Sehr gerne. Und für Arbeit und all diese Themen haben wir große Erwartungen, dass Zeichen gesetzt werden. Du trittst in große Fußstapfen von Heike Taubert. Aber ich weiß, dass da schon eine gute Übergabe vorbereitet worden ist. Auch dafür herzlichen Dank, liebe Heike. Ein Blumenstrauß. Und auf gutes Gelingen. Und jetzt richtig noch die Urkunde. Achte auf die Finger. Die Finger sagen dir, wohin wir gucken sollen. So. Ein Gruppenfoto wurde mir gesagt. Ich darf das Kabinett. Mit Blumen bitte und den blauen Wappen, ja. Oder nur die blauen Wappen? Nur die blauen Wappen. Die blauen Wappen, die Blumen. Dann nehmen wir ihn die Blumen. Das ist doch gut, nee, wenn geht doch nicht vor der Kamera. Ja, Heike, komm an meine, wie du möchtest. Also wenn du mal links von mir sein möchtest, Anja.